Herzlich willkommen hier zu einem längeren Video auf dem Angelberger TV-Kanal. Wir werden uns heute mal mit dem Aalangeln beschäftigen. Und zwar befinde ich mich hier an einem wunderschönen See. Der hat hinter mir Seerosenfelder, hier vor mir Seerosenfelder. Und wir werden genau da auch drinnen angeln und daneben. Warum? Mit was? Das zeige ich euch in diesem Video. So, um euch nochmal zu zeigen, wo ich angel. Wie gesagt, da ist ein Seerosenfeld. Und da beginnt das nächste. In dieser Kuhle wird eine platziert. Und dann wird da, genau da drinnen, die andere platziert. So, jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen Eindruck, wo ich ungefähr angel. Ich zeige euch noch, was ich angel. Und zwar mit den Posen. Wir haben ja drei Arten von Posen. Ja, ich werde euch heute mal zwei vorstellen. Die eine ist praktisch die, sagen wir mal, normale Knicklichtpose. Die hat oben, bleibt hier drauf, ja. Die hat oben praktisch eine kleine Kappe zum Öffnen. Dort könnt ihr dann halt euer Knicklicht reinmachen. Werde ich euch nachher nochmal zeigen. Diese Posenart, dann kann man hier praktisch diesen Gummi wieder rüber machen und das Knicklicht ist safe, fliegt nicht raus. Diese Art gibt es bis von 2 bis 10 Gramm, ja, im Shop. Nur, dass ihr da schon mal eine Info habt. Die andere Posenart, die ich euch zeigen werde, ist bis 3 bis 7 Gramm. Und das ist auch praktisch eine Knicklichtpose. Aber eine Knicklichtpose, die halt oben einfach halt reingestöpselt werden kann, das Knicklicht. Ja, das werde ich euch auch nachher nochmal zeigen. Die Knicklichtposen zeigen mir natürlich an jeden Biss, ja. Ob im Dunkeln oder auch jetzt. Die tariere ich so aus, dass halt praktisch wirklich nur noch die Spitze rausguckt. Also in diesem Fall jetzt hier praktisch gesehen, dass die so rausguckt. Ja, dass da wirklich der vorsichtigste Aal, auch wenn er nachher vielleicht nur klein ist oder so, auch praktisch, ja, sein Interesse daran zeigen kann und den Pose runterkriegt. Das ist auch ganz wichtig. Köder sieht wie folgt aus. Wir haben hier schönen Rotwürmer. Ja. Und meistens ohne schöne Delikatesse Würmer, Tauwürmer. Wenn ihr die wissen wollt, ob die frisch sind, tippt ihr die kurz an und dann fangen die sich auch an zu bewegen, wenn sie frisch sind. So, die werde ich mal zumachen. Wiegt die Anköder? Das zeige ich auch gleich. Ja, die werden mit der Wurmnadel einfach aufgezogen. Ja, und die sind natürlich auch im Shop erhältlich, drei Wurmnadeln, ja. Und dann fragt ihr euch bestimmt, wieso das Seerosenfeld. Als erstes, das Seerosenfeld, wir haben draußen auch viel Wind, wenn ihr das erkennen könnt. Und ich werde euch mal kurz mitnehmen nach draußen sozusagen. Haben wir da viel Wind. Der kommt auch da direkt sehr an. Und ihr seht, das Seerosenfeld stoppt die Wellen. Und hat hier, genau hier, wo ich angel und wo ich da angel, wirklich nur noch eine minimale Wellenaktion. Das heißt, die Pose bleibt auch ordentlich liegen. Es wird nachher aber noch vom Wind her sowieso noch viel mehr abnehmen, im Dunkeln. Dann, wir haben es noch kühle Temperaturen. Ja. Ist einfach so, dass in den Anfangszeiten, im Frühling sozusagen, die Aale sehr, sehr weit nach vorne kommen und den Laich der Fische essen. Fressen, sagen wir mal so. Also die Aale ziehen sowieso hier vorne lang, wo die Fische laichen. Und die Fische laichen natürlich in den Seerosenfeldern, in den Schilfkanten und in die Krautbänken. Und deswegen ist das hier die optimale Situation, um heute eine Chance zu haben, einen Aal zu bekommen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, ich habe natürlich auch Futter mit dabei. Beziehungsweise Pellets. Die Magic Baits Aal Pellets. Das sind 500 Gramm. Pro Stelle kann ich so 250 Gramm, ja, praktisch anfüttern. Hält viel schönes Fischmehl und ist so eine Auflösungszeit zwischen 30 und 60 Minuten. Das ist je nach Wassertemperatur. Wir haben hier noch eine Wassertemperatur, die sehr, sehr kühl ist. Wir sind Anfang Frühling, das ist völlig normal. Das heißt, das wird ein bisschen länger dauern, dass sich die Pellets auflösen. Die Pellets haben aber so ein krasses Aroma, dass halt praktisch jeder Aal
auch natürlich auch nicht nur Aal, auch Wels, ja, auch natürlich auch angelockt wird. Diese werde ich dann einbringen, wenn die Aal, die heiße Aalzeit losgeht. Die ist meistens so eine Stunde bevor dunkel ist, ja, so ungefähr 21 Uhr hier bei uns gerade. Da werde ich die Pellets einbringen und dann können die sich in der Zeit auflösen und das Aroma entfalten und die Aale dann halt praktisch anziehen. Das andere oder den anderen Aromalockstoff ist das Magic Bait Spray. Das hat, ja, sollte man einfach nicht sich irgendwo unter der Arme sprühen. Das ist ein richtig krasses Aroma, was halt wirklich an den Wurm ran gesprüht werden kann, wenn wirklich die Aale sehr, sehr zickig oder kaum beißen. Ja, das werde ich euch nachher aber auch nochmal zeigen, wie man damit umgeht, damit ihr da auch ein bisschen safe drin seid in der Sache. Ich muss noch ausloten. Ja, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr direkt im Seerosenfeld angelt, nicht direkt über Grund angeln, auch wichtig, weil direkt über Grund die Seerosen langsam anfangen zu blühen. Ihr seht, also es ist noch nicht, es ist eigentlich ein riesengroßes Seefeld, Seerosenfeld hier. Und es sind ein paar Stellen frei und ein paar kommen hier auch noch vorne nach oben. Das heißt, wir gucken aber erstmal, ob die Pose steht. Die Pose sollte wirklich sehr, 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 sehr gut austariert sein. Dazu nehme ich euch mal wieder mit aufs Wasser und zeige es euch mal kurz. Die sollte wirklich so austariert sein, dass praktisch nur noch die Spitze aus Wasser guckt. Ja? So kann wirklich der vorsichtigste Aal, also der vorsichtige Biss sozusagen, auch mit super angezeigt werden. Ja. Wir brauchen den Haken, wir brauchen die Wurmnadel und wir brauchen natürlich einen Tauwurm oder Wurm, je nachdem wie ihr angeln wollt. Diesen Wurm werde ich jetzt in der Mitte schon mal teilen. Und werde dann die Wurmnadel nehmen und mit dem spitzen Ende der Wurmnadel durch den, nicht da wo wir geteilt haben, sondern durch den vorderen Teil durch. Da wo die Teile soll am Haken spitzen sein und das Aroma so ein bisschen versprühen. Und dann zieht ihr ihn einfach auf und passt auf, dass ihr den nicht noch irgendwo weiter einstecht und habt den praktisch direkt aufgezogen. Jetzt nehmt ihr den Haken. Der Haken wird jetzt hier oben eingeklinkt, wenn man es mal so sehen kann. Haltet den straff, geht jetzt praktisch mit dem Wurm über den Haken. Dann könnt ihr die Wurmnadel zur Seite packen und habt jetzt den Wurm auch perfekt drauf. Und ihr seht, die Spitze guckt raus. Ganz wichtig beim Aalangeln, die Spitze muss rausgucken. Die Sonne neigt sich praktisch dem Ende am heutigen Tage. Die geht unter. Ich nehme jetzt hier mal die Pellets. Und zeige euch mal kurz, wie man die anwendet. Aufmachen. Eine Nase voll nehmen. Nein, natürlich nicht. Könnt ihr, ja, wer darauf steht. So richtig Fisch oder so. Und dann nehmen wir die einfach in die Hand. Und werfen die einfach drumherum um die Pose. Ja. Dazu nehme ich euch schon mit nach vorne zur Angelstelle. Und zeige euch, wie der Abstand ungefähr sein soll, in dem Moment, wo ihr praktisch angelt. Ihr seht ja da die Bucht, ja, die Wegmauer ist so groß lassen. Und genau in diesem Areal sollen die Pellets nicht da, sondern wirklich da, wo wir angeln. Ja. Nehmen wir eine Handvoll und die werfen wir genau da rum. Ich habe hier das Knicklicht, um einfach nur mal zu demonstrieren, wie man das anwendet. Das ist ganz einfach. Ihr knickt es in der Mitte, knickt einmal außen nochmal und nochmal außen. Ja. Und dann könnt ihr das anfangen halt ordentlich zu schütteln. Braucht man so ein kleines bisschen Wärme und dann fangen sie auch schön an zu leuchten. Wie gesagt, abmachen und das Knicklicht sozusagen darauf machen. So einfach geht's. Das ist noch nicht das Knicklicht. Hier ist das Knicklicht. Um euch das bei der Pose auch nochmal zu zeigen. Ihr nehmt den Stift hier raus, steckt dafür das Knicklicht drin und macht die Kappe wieder auf. Ganz einfach.
Also, ich habe jetzt nochmal das Baitspray nochmal benutzt. Das musste ruf, weil die haben so, so komische Bissen. Und jetzt hat es geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video auf alle gefallen. Was für eine schöne Schlange. Genial.